Jetzt, guck mal, jetzt rutscht doch was. Schaut mal, was über uns zu sehen ist. Also wir spielen jetzt House of Ashes nochmal, aber richtig. genau. Die Hardcore-Version. Ohne dass Anna, Rachel und Eric tötet. Spoiler. Nee, genau. Eigentlich sollte Eric hier neben mir sitzen. Eric hat aber gesagt, er hat keine Lust hier zu sein. Also habe ich mir die Anna rangeholt. Hat nichts damit zu tun, dass sie eh gerade heute hier war. Und ja. Wir schauen jetzt in Elden Ring rein. Ich habe so gar keine Ahnung davon. Und Anna hat sich wohl 5 Minuten mal was angeguckt. Aber ein Boss kenne ich. Aber ansonsten... Heißt, ist schon mehr ein Blind Run. Aber erstmal hier das Intro und dann geht's direkt. Ha! So. Anna, magst du anfangen? Ich soll anfangen? Ja. Okay. Ja, das ablehnen wir natürlich ab. Ja. From Software benutzt immer die Digitalkreuze. Ja, ich habe mich dann in dem Moment dran erinnert. Ich roll das ist auch schon ein bisschen her, und hol mir meinen Tee. Dass ich Dark Souls gespielt habe. Welcome to Multiplayer, World Online, bla. Okay. Jo. Okay. Neues Spiel. Neues Spiel. Genau. Autoerfassung an, Autoziel an, manuelles Zielen aus. Vibrationsspür. Ich würde das alles so lassen, oder? Okay, Autoerfassung. Ach so, ja gut, das ist dann... Genau, dass er halt automatisch dann, auf den Gegner quasi weiterleitet. Ich habe, glaube ich, bisher noch nie was umgestellt. Ja, würde ich auch von der so? Helligkeit lassen, oder? Gut. Warte mal, Kamera... Nee, du bist auch keine invertierte Spielerin, ne? Ich finde das fürchterlich, wenn Leute das machen. Ich auch. Warte mal, Filmeffekt. Konfiguriert bei... Spezialangriffen genutzt. Ja, dann lassen wir es erstmal. Gucken mal, was das wird. Ich habe schon gehört, dass so kleinere Bugs auch existieren mit Framerate-Einbrüchen. So, was nehmen wir denn jetzt? Ist die Qual der Wahl. Vagabund, Krieger oder Held? Oder ein paar mehr? Bandit, Astrologe, Prophet, Samurai. Gefangener mit sehr interessanten Helm. Das ist der Mann in der eisernen Maske. Kenner. Was wäre denn so deine Tendenz? Wahrscheinlich Vagabund oder Krieger, oder es ist eigentlich so grundlegend meins. Genau, wir haben ja eigentlich noch nie zusammen gespielt. Was bist du denn für so ein Spieler? Bist du mehr der mit der Stärke, der das größte Schwert der Welt trägt, oder halt ein kleiner Flinker oder... Bisher bin ich immer auf stärkiger Magier, habe ich noch nie gespielt tatsächlich. Das habe ich nur in Demon's Souls in meinem zweiten Mal so ein bisschen. Ja. Aber nur einzelne Zauber, die einem das Leben erleichtern. Ich bin meistens immer auf Stärke gegangen, habe dann ja Claymore und was weiß ich nicht was gespielt. Also dann aber auch meistens, schon Richtung Stärke. Meistens ging es mir dann irgendwann doch auf den Sack und ich habe immer kleinere Sachen ausprobiert, aber man war natürlich dann auch nicht so ganz drauf geskillt, halt mit kleineren Waffen zu spielen. Ja, bei mir ist das Problem, seitdem ich Bloodborne gespielt habe, bin ich in der beweglichen Richtung gerne unterwegs. Finde ich grundlegend auch interessant, deswegen also, wollte ich immer mal ausprobieren, aber letztendlich bin ich immer wieder da gelandet. Dann wäre es ja, also wenn du jetzt sagst, ja, dann wäre es ja, und was ist denn das, der höchste Geschickwert? Ist an sich der Krieger schon mal? Also so ein Dieb oder so ein Typ finde ich ganz schlimm. Ist noch irgendwie, aber... Nee, auch nicht. Ja, wenn, dann wäre es ja eigentlich Richtung Krieger, oder? Ja, ne? Normalerweise, also die Beweglichen sind ja eigentlich so ein bisschen auch hier, der Held ist, glaube ich, auch so in diese Richtung. Aber nö, dann würde ich halt sagen, ja, Krieger wäre halt dann eine Variante, da spielt man einen etwas schnelleren Charakter. Dann spielt man halt ein bisschen mehr Geschick. Natürlich kann man das später sowieso ändern, aber mir ist egal, ja. Wie du möchtest. Ansonsten können wir das auswählen. Ja, dann machen wir den. Dann machen wir den. Was nehmen wir denn? Sind wir Männlein oder Weiblein? Mir ist das Latte. Ich spiele auch gern Frauen. Ich spiele eigentlich immer Männer. Dann spielen wir Männer. Ja, frag mich nicht, ich bin da immer sehr unkreativ. Was nachher mal? Ja, dann machen wir doch mal eine Kombination. Jenna. Okay. Oder Ans. Ans wäre dein Name als erstes.
So. Ja, dann machen wir das so. Genau, so, Körpertyp haben wir. Das war ja. Aha. Ach so. Dick oder dünn? Mach mal dünn. Alter? Jung? Erwachsen? Das darfst du entscheiden, das ist mir egal. Ja, das hatten wir ja. Das ist unser Andenken. Okay. Okay, jetzt kommt wieder die Frage, was für ein Geschenk nimmt man? Ich habe keine Ahnung, was macht. Erhöht maximale LP. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Sie ist, um viele Runen zu erhalten. Okay. Goldene Saat. Ein goldener Samen, Treibgut aus dem Zwischenland, verstärkt angeblich Heiligflaschen. Mhm. Asche der Vampir wird Wichte. Gott, heute habe ich es auch mit dem Lesen. Die Asche winziger Golems, angeblich erhält diese Asche sogar Geister. Okay. Gesprungene Töpfe. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren, behält dafür bestimmte Wurfobjekte. Steinschwert. Also Schlüssel bin ich ja immer ein Fan von. Ne? Mhm. Zwei Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Fünf heilige Äste, erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von den Halbgott Mikella. Fünf Portionen gekochtes Darmfleisch, erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Ja. Ihres Antlitz, einen Adeligen, dessen Auge herausgerissen wurde, zieht die Aggression von Feinden auf. Okay. Also so Sachen, wo man weiß, dass die standardmäßig verbraucht werden, würde ich jetzt nicht nehmen, oder? Finde ich immer auch eher blöd, weil man hebt sich dann immer auf oder benutzt es direkt und... Ja, also ich hätte halt so diese Steinschwertschlüssel klingen interessant. Weiß noch nicht, was auch es bringt. Auch wenn es halt ist, kannst du es nur einmal verwenden. Ja, das ist, wirkt halt wie was, oder halt Asche der Vampir wird. Bei betörenden Äste musste ich an Dark Souls 2 denken. Da gibt es ja auch diese Äste, mit denen du die Riesen wieder erwecken kannst. Diese versteinerten Figuren wieder erwecken kannst. Das war da der Gedanke. Ja, wollen wir uns auf die Steinschwertschlüssel einigen? Mir ist egal. Gucken wir mal. Wenn du jetzt nicht was anderes sagst. Ich hätte jetzt auch halt das oder halt diese Äste. Sagt, auch wenn es halt nur 5 sind, aber... Goldene Saat gibt ein Estus mehr. Ja, das ist dann zum Beispiel schon... Das klang auch so ähnlich. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, du sollst... Ein bisschen backseaten ist okay. Ich weiß, dass du dir schon Let's Plays angeguckt hast. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das blind machen. Aber okay. Ja, oder halt goldene Saat. Na komm, wir machen eine Heilung mehr. Das ist schon sinnvoll. Okay. So, Grundvorlage... auswählen. Achso, das ist jetzt so. Das ist jetzt das Aussehen. Gott. Jos war in die Sonne. Das ist ja dieses Meme-Denken. Irgendwie so drei Frauen am Strand, die eine sagt, nein, so, ich will nicht kommen, so, und die andere so, ach, das wird schon nicht so schlimm sein, und die kommt drauf, und komplett weiß, strahlend, und die andere, ah, ja, das so, kenne ich. Und die andere ruft dann so, Gott, nach Course for Aid. Ja, das Meme kenne ich, das finde ich so schön. Ich muss jedes Mal lachen. Ich habe schon 2-3 Mal gesehen, ich gucke ja mal Nein-Gag durch, und da taucht das halt öfters auf und denke so, oh, super. Hat er nicht Kerl ausgewählt, bin ich doof? Achso, wir hatten das eben... Mach mal, was ist denn, wenn du Typ A wählst? Oder ist das nur ein leichter Bartschatten? Ah, guck mal. Ach doch, okay. Also Typ A sind die Männlein und Typ B ist dann Weiblein. Die sieht aus wie meine Spielfigur aus Conan Exiles. Oh Gott, der hat sich im Dreck gewälzt. Nachtvolk. Oh Gott, die Frisur. Ja, gut, komm. komm, wollen wir jetzt detailliertes Aussehen machen? Das dauert so ewig. Ich weiß, ich bin auch kein großer Fan davon. Ich meine, ich mach's zwar immer selber, aber ich. Ich bin aber auch nie ein Fan davon, dass die Leute dann hören, ja, ich mache mir jetzt grüne Haare und blau und keine Ahnung. Ich so, oh Gott. Das, was ich bei meinen Spielfiguren immer mache, dass ich denen weiße Haare meistens gebe, aber. Mhm. Ja, dann. Okay, dann auf geht's. Ja, bitte.
Na, kommt jetzt Story? Na, kommt jetzt Story? The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. Ich vermute mal, das sind dann die Bosse. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. So, und das ist alles, was ich an Story wusste. Das hatte ich nämlich gelesen, als ich für den Text für dieses YouTube-Video einfach mal kurz auf die Website von dem Spiel geguckt hatte. Damit ich überhaupt irgendwas schreiben kann, was Sinn ergibt. Wir lesen die erste Nachricht des Spiels. Zeit für den Eldring. Aber seid ihr bereit? Ja, wenn du mich so fragst, dann lieber nicht. Ich weiß nicht, ich liebe diese Nachrichten. Seid ihr bereit? Ja, gut, okay. Das wird sich wohl alles darum drehen. Ich vermute mal, Steuerung so wie in jedem Dark Souls, ne? Mit Rollen und allem drum und dran.
Hupf. Hüpfattacke. Ah ja. Und du hast noch kein Estus. Ja. Mag der Vater euch zerschmettern unsicher sein, besagt ihr den Thron des Elbenfuß. Okay. Besteigt, nicht beseitigt. Ach, Entschuldigung. Hunzliger Finger des Befleckten. Also wir sind jetzt Befleckte. Okay. Cool. Wir waren schon hollow, wir waren undead, unkindled. Okay, wir sollten aufhören, Nachrichten zu lesen. Ja, steht eh immer nur Negatives drin. Auf geht's. Also mal gucken, ob die Kamera unser Gesicht hier unten bleibt. Oder ob ich uns woanders hinschicke. Gibt ja diese coole Fähigkeit hier. Guck mal da. Leuchtender Baum. Guck mal da. Oder da. Oder da. Ach, die Blutflecken haben wir wieder. Kapelle der Avaut. Money. So. Shortcut! Jetzt schon. Ah. Dann wissen wir, dass wir da nochmal hinkommen. Wenn du jetzt in den Abgrund gerollt wärst. Soll ich einen Death Counter? Oh nein, den hab ich nicht. Ich muss das aufschreiben. Erik, kannst du Death Counter machen? Dann würde ich das fürs nächste Mal einbauen und dann immer einmal Plus machen. Mhm. Ich glaube, du musst springen. Ja, ich habe auch das Gefühl. Es gibt so einen leicht dezenten Hinweis. Okay. Eins. Da ging's nicht runter. Als ob ich sonst nichts zu tun. Du liegst ja auch nur im Bett. Okay, so sieht das jetzt aus mit den Seelen. Ah, da war eine Treppe. Ach Mensch, hab ich nicht gesehen. Oh Gott, das fängt ja schon super an. Das fängt richtig gut an. Ey, komm, ist lustig. So. Denkt halt immer nach Lizards gucken. Lüge. Stand ja auch keine. Ich sollte anfangen mehr zu lesen. Hab ich ja, ja schon mal das so? Hemingway, Charles Dickens. Ah. Ich weiß, was du überlegst. Kommst du dahin? Stimmt, ich weiß halt auch nicht. Ich meine, in Dark Souls 1 waren ja dann diese Nachrichten am Anfang halt Anleitungen, halt mit Steuerung erklärt. Das weiß ich aber nicht. Ich lese jetzt hier definitiv nicht jede Nachricht, um die eine zu finden, die vielleicht wichtig ist. Außer du möchtest unbedingt, aber ich weiß nicht, was da alles dabei ist. Ich lese die eigentlich nie. Also selten. Es sei denn dann, wenn ich mitten im Level bin und dann sehe, Vorsicht, Falle. Ja, okay. Okay, geduckt. Ich muss sagen, in Dark Souls 3 habe ich sogar relativ, ohne diese Nachrichten zu lesen, sehr viele Hidden Doors gefunden. Weil ich ja nebenbei gerade hier bei Rocket Beans das Dark Souls 3 mit Florentin und Nils gucke, was übrigens sehr gut ist. Die haben bis jetzt nur zwei gefunden. Und irgendwie allein in einem Areal gibt es irgendwie fünf. Okay. Kann man sprinten? Dreh mal kurz noch da. Hier in der Ecke. Ja. Das ist eine Nachricht. Aha, okay. Ich möchte nach Hause gehen. Und den Finger. Deinen Finger versuchen. Okay. Was auch immer du willst. Ich habe bisher. Also, man kann sich ducken auf jeden Fall. Ne, man hat die verschiedenen Angriffe. Abwehren haben wir jetzt natürlich nicht. Ja, Sprinten habe ich noch nicht irgendwie. Das ist. Da müsste Stick reindrücken sein. Ja, wir haben nur. Also Die Ausweichattacke drücken. Was ist denn? Ja. Oh. Was? Hi. Ein Boss. Was ist schlecht? Ja. Energie gut aus, ne? Aber war der jetzt direkt gestorben? Der sah aus, als hättest du noch weggerollt. Vielleicht sollte man sterben. Stimmt.
wäre die Vermutung. Okay, State. Und fehlte da irgendwie gerade eine Sequenz? Es wirkt auf jeden Fall gerade kurz merkwürdig. Ich habe nicht ein Damage gemacht. Hast du ihn überhaupt getroffen? Ich war damit beschäftigt, das Timing zum Rollen herauszufinden. Ein sehr behaartes Hyot. Aragorn, bist du's? Nee, ist kein Pferd. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Ah, oh, jetzt ist das ganze Kleid. One of his kind is sure to see the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Zählt das jetzt als tot, oder? Ich würde nicht sagen, es gab keine direkte Sterbeanimation. Es stand nicht, du bist tot. Also, eins. Bei dem wird es auch bleiben. Bei einem. Bestimmt. Mit einem Blind Run. Aha. Mit Purpurtränen. Ja, nicht nix. Flasche mit Himmelstränen. Ich dachte mit Himbeertränen. Es irritiert mich, dass das nicht die ganze Zeit da ist. Achso, dass das ausgeblendet wird. Kann man bestimmt einstellen, dass das dauerhaft zu sehen sein wird. Da leuchtet was. Da muss ich hin, da leuchtet was, das ist bestimmt keine Falle. Warum ist es so dunkel? Ich sehe nichts. Anzeigen. Na okay, ich, da ich nichts sehe, möchte ich da jetzt nicht unbedingt weiter rennen. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl bei. Da sitzt jemand. Dem geht's, glaube ich, nicht so gut. Reden. Ja, da sind wir schon einmal drauf reingefallen. Wenn man jetzt nicht weiter zugehört hätte. Kommt noch was anderes? Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Vorsprung da. Ein leuchtet Baum. Der macht nichts. Okay. Mein Gott, überall Nachrichten. Ob der Sprung das Tutorial gewesen wäre? Was ist da unten rein, oder? Na, da oben ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Komm, wir springen jetzt da runter. Okay. Was kann mehr passieren, als hier wieder zu spawnen? Aber ich versuche, die Plattform zu nutzen. So. Ah, da. Schlups. Plopp. Was war das? Objekt benutzen mit Quadrat. Okay. Hör auf den Geist. Siehst du? Achso, das ist einfach nur irgendein. Wieder irgendeine Nachricht? Aha. Orte der Gnade. Das Raster der Orte der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle. Ach, Statusleiden finde ich mal doof. Außerdem werden alle heilige Flaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert.
Diese Erklärungen erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar aufrufen. Also das Bonfire. Ja. Gnadeberührer. Da muss ich aber sagen, da fand ich das Bonfire cooler. Hm. Oder die Laternen von Bloodborne. Zeitvertreib. Ich dachte, okay. Mit dem Spiel tun wir das. Früh am Tag. Also das heißt, es also, kann falls wirklich mal tatsächlich mal wichtig sein. Flaschen, Zauber lernen, Truhe sortieren. Okay. Du weißt aber, dass du, wenn du das mit mir jemals wirklich komplett zusammenspielen solltest oder öfters mal, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ne? Ich habe Sekiro, den letzten Boss gelegt und danach auch noch den wütenden Schmied, diesen Dämon. Falls er dir was sagt. Aber ich habe Sekiro nicht großartig geguckt. Ach, das war ja das, was wir mal gemeinsam machen wollten. Das wollten wir mal eventuell machen oder so. Ja, aber da muss man halt aber öfters hier sein oder öfters Zeit haben dazu. Ich weiß noch nicht, wie dein Geduldsfaden ist, aber ich habe Rika als Geduldsprobe für mich. Die trainiert mich. Oh. Tod und Verderben. Hätte auch gucken können, ob du ihn backsteppen kannst. Aha. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr die Waffe in der linken Hand und mit beiden Händen Schild. Und ja, L1 abwehren. Alles klar. Das funktioniert. Wenn ich jetzt... Nein? Okay, nein. Ich wollte wissen... ob ich mit dem Abwehren das abwehren kann. Also rollen. Wirklich konkret. Ihr könnt einfach nur rollen. Es irritiert mich, dass ich das nicht mit X-Weg drücke. Der braucht zu lang. Man kann sagen, du hast dir aber Zeit gelassen mit dem Schlag. So, der holt schon aus und denkst so, joa, langsam. Oh, jetzt könnte ich mal, ja. Ich will halt wissen, ob man hier das parryen kann. Mit dem Abwehren oder... Man kann ganz einfach springen. Man kann ganz einfach springen. Ohne zu sprinten und irgendwas Besonderes drücken zu müssen. Er schießt auf mich. Oh, er wagt es auf mich zu schießen. Waffe für rechte Hand wechseln, Waffe für linke Hand wechseln... 50%, krass. Okay, die Steuerung ist dann auch da anders von. Das müsste doch jetzt auch wieder einen schweren Schlag geben. Ne? Au! Oh, da hast du ihn dann... Das war der schwere Schlag. Und er hatte keine Ausdauer mehr. Es wäre ja wenigstens cool, wenn sie so physikalisch fliegen würden, wenn sie gerade sterben dabei, wie du zuletzt reingeschlagen hast, oder? Meinst du nur so... Ja, wenn du den von unten zur Seite hast, dann sich dann so auch dreht und wegfliegt. Ja. Naja, müssen wir auf die PlayStation 6 warten. Die kann das nicht. Du wirst immer noch beschossen. Ich hab's ihn, bitte ihn! Kann ich treten? Wie mache ich das? Wie war das bei... Oh, ich weiß nicht, das ist voll... Ah, wie war das denn... Glaube ich immer der Move, den ich auch nie wirklich beherrsche. Das ist immer zufällig. Erik ist Meister im Treten in Demon's Souls. So viele Gegner wieder getreten hat. Wir haben Talente, also besondere Fertigkeiten, verschiedene Talente, welche Angriffe sind. Aha. Ah, das war dieser. Der dann auch FP kriegt. Okay.
Okay. Okay, okay. Wie ging denn? Ich weiß nicht, wer wir treten gegen bald im anderen. Ich glaube, das war stehen und dann zeitgleich Schlag und nach vorne drücken. Also mit Stick nach vorne meinst du? Ja, genau, nach vorne gehen. Ah. Ja, ja, das. Na, das ist jetzt auf Sekiro. Das sah nicht nach einem Backstep aus. Nein. Sturmangriff, aha. Beim Springen R2 und Sturmangriff ist halt ein schwerer Angriff dann, ne? Ah, okay. Also X und quasi R2 dann drücken. Ja. Ah, okay. Ich mochte das aber, dass das so schön kompliziert war. Mm. Das ist jetzt sehr simpel. Auch gerade, dass man sich genau überlegen musste, ob man gerade die Zeit dafür hat. Aber du halt auch hattest, wenn du ein großes Schwert hattest, wusstest du, dann einfach bist du in halt die Länge reinspringen. Genug Abstand finden, du weißt, wie weit du nach vorne springst und drauf da. Also in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnte stattdessen dort wieder belebt werden. Okay. Muss ich den noch irgendwie... Ne, muss ich nicht aktivieren. Okay. Was war das? Das war jetzt ein Respawn-Punkt, oder? Ja. Ah. Also entweder halt quasi zum letzten Bonfire oder halt Gnade da. Oder bei der Tante. Ja, nicht X. Vorsicht vor schwacher Feind. Ich glaube, das ist ironisch. Es irritiert mich sehr, dass das jetzt Dreieck ist und nicht X. Weil halt X springen ist. Block habt, könnt ihr sofern einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkonter lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. Ah, also haben wir auch Haltung. Noch dann blocken. Ja gut, aber ich habe ja kein Schwert. Wir haben Schwert, kein Schild zum Abwehr. Daher, Schild, ja. Ja. Au, au, piss dich. Okay, dich interessiert das. Na gut, es ist ein Boss. Sollte. Kannst auch die Fertigkeit probieren. Das war. Die hat sie mir zurückgegeben. Gegner zu Fall gebracht. 400, jetzt haben wir schon 592. Da unten. Achso, die sieht man natürlich nicht. Oh ja, stimmt. Dann packe ich. Ja, wo ist denn jetzt sinnvoll? Direkt da drüber einfach ein Stück, wenn du es... Aber kannst wahrscheinlich nee, ich nicht umstellen, nicht, ne? Ich kann so, aber das sieht auch scheiße aus. So würden wir Texte überdecken und so würden wir alles... Ja, komm, wir machen mal so. Okay. Ansonsten, falls du da ein Screen extra für einrichtest, wird es sich anbieten, das einfach nur ein Stückchen hochzusetzen. Oder beziehungsweise zur Seite. Ja. Ah, guck mal, da ist der. Ah. Oh, müssen wir hier... Guck mal, Item! Oh mein Gott. Das ist der Geheimnis. Und ach, wir eine haben, Geste. Super, eine Geste. Das wollte ich jetzt. Ja. Wie kann man denn... Ah, okay. Kartenmenü. Meine Karte. Hacker markieren. Können wir setzen. Ja, ja, sie liest für den Stream. Was? Also. Ja, okay. Aber dann ist doch. Alles klar. Ach Gott, ja. Ich muss mich dran erinnern, dass ich darf. Beugen, winken, freuen, Schwung. Ich benutze die so selten. Ich hab's auch immer halt nur zum. Nur wenn halt mich plötzlich mal jemand invaded hat. Und genau. Das war das Einzige, was man gemacht hat. Dann würde ich sagen, runterspringen. Und was aber hinter Tor 1 passiert, würde ich einfach sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an von Elden Ring. Gucken, ob Anna dann
Oder ob Jens da weiterspielt. Nee, erstmal du. Okay. Ich hab das Spiel im Besitz, daher ich werde das noch oft genug. Bis denn, nö.